Die Rentenanpassungen sollen gekürzt oder völlig wegfallen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die Wirtschaftsweise Schnitzer fordert, sie ist ja Professorin, sie fordert die Kürzung oder die Abschaffung der Rentenanpassung für alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner und gleichzeitig fordert sie auch die Abschaffung der Rente mit 63 und dafür die Einführung der Rente mit 63 für Geringverdiener. Meine Damen und Herren, ich hatte es ja schon einmal in einem Video angekündigt, eine Rente mit 63 kann ich nicht abschaffen, weil es eine solche Rente nicht gibt. Das dürfte nun mal allen klar sein. Also da sollte sich bitte die Frau Schnitzer auch an die fachlichen Vorgaben halten. Ich halte das langsam aber sicher für unerträglich, dass solche sogenannten Wirtschaftsweisen immer wieder solche Bolzen raushauen. Und dann, was ich ganz besonders heuchlerisch und schlimm finde, ist, Frau Schnitzer ist offensichtlich von ihrem eigenen Vorschlag nicht davon betroffen. Denn wäre sie davon betroffen, würde sie einen solchen Vorschlag nicht machen. Frau Schnitzer ist Professorin und wird, wenn sie nicht schon hat, eine ordentliche Pension bekommen. Und Pensionäre würden sich eine Kürzung der Pension nicht gefallen lassen. Die würden ganz, ganz schnell zum Verwaltungsgericht rennen und dort klagen. Meine Damen und Herren, ich halte diesen Vorschlag für extrem brandgefährlich. Er schürt Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf und er ist im letzten Endes auch kontraproduktiv und macht die Leute einfach nur verrückt. Und ganz ehrlich, ja, sollen oder soll auf Kosten der Rente die Wirtschaft in Deutschland angekurbelt werden? Das ist doch wohl eine absolute Lachnummer, wenn wir an den Rentnerinnen und Rentnern 21 Millionen, das ist ein Viertel der deutschen Bevölkerung, sparen. Das heißt also, die sollen dann sozusagen am Bettelstab gehen, damit es der deutschen Wirtschaft gut geht. Nein, meine Damen und Herren, das kann nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen hier eine völlig andere Lösung. Und die muss einfach sein, dass alle Beamtinnen und Beamten, auch Frau Schnitzer, in die Rentenkasse einzahlen, damit sie einfach aufhören, diesen Unfug zu reden und uns in Ruhe zu lassen mit ihren Besserwissereien. Meine Damen und Herren, das muss endlich aufhören. Wir brauchen keine neoliberalen Kräfte in unserem Land, sondern wir brauchen Leute, die mit Vernunft Wirtschaftspolitik machen und die mit Vernunft auch Vorschläge machen und nicht nur immer an die sozialen Rechte der Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als zukünftige Rentnerinnen und Rentner herangehen. Ich halte das für brandgefährlich und deshalb, Frau Schnitzer, hören Sie einfach auf. Es macht alles keinen Sinn. Ich würde Ihnen auch letzten Endes vorschlagen, treten Sie bitte von Ihrem Amt als Chefin der Wirtschaftsweisen zurück. Sie sind für mich völlig diskreditiert und haben dort absolut nichts mehr zu suchen. Denn als Beamtin und vor allen Dingen auch als Mutter von Kindern, so gehe ich mal davon aus, müssen Sie eigentlich wissen, was es bedeutet, wenn Sie den Leuten die Rentenerhöhungen wegnehmen wollen. Ich sage nur eins, schämen Sie sich. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.